Und dann, wenn du sagst, ja, Glaube allein, weißt du, was sie sagen? Nun ja, aber Glaube ist nie allein. Ah! So lautet ihr Schlagwort. Ja, Glaube allein, aber der Glaube ist nie allein. Nein, das ist ein dummes Schlagwort. Wenn der Glaube nie allein ist, warum stimmst du ein Schlagwort namens Glaube allein zu? Nein. Hallo Leute, ich habe eine tolle Idee für ein Schlagwort. Hier, hört mir zu: Glaube allein. Aber der Glaube ist nie allein. Aber ist das nicht ein tolles Schlagwort? <laughs> Leute, das sagen Sie. Sie sagen wirklich ja, Glaube allein. Aber Glaube ist nie allein. Das ist dann ein blödes Schlagwort. Warum gibt es ein äh, 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 Solafide? Existiert nicht. Solafide existiert nicht. Glaube allein existiert nicht. Existiert nicht. Glaube ist nie allein. Das ist Mist. Du kannst nicht beides haben. Es ist entweder Glaube allein oder Glaube ist nie allein. Wähle einen aus. Du kannst nicht ein Lied haben und singen. Allein durch den Glauben. Glaube ist nie allein. Allein durch den Glauben. Glauben ist nie allein. Allein durch den Glauben. Glaube ist nie allein. Du bist verrückt. Du hast multiple Persönlichkeitsstörungen. Ist das allein durch den Glauben oder ist der Glaube niemals allein? Diese beiden lassen sich nicht berechnen. Ich meine, es frustriert mich. Mit ihnen zu reden macht dich frustriert, oder? Diese Leute, nun ist der Glaube allein, aber der Glaube ist nie allein. Hallo, hast du darüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast? Ich habe letzte Nacht buchstäblich ein Bibelschule-Lehrbuch gelesen, in dem es heißt, Lösung ist allein durch den Glauben, aber der Glaube ist nie allein. Leute, das macht keinen Sinn. Es rechnet nicht. Sie würden es nie als Computerprogrammierer schaffen. Sie würden aus dem Job geworfen. Alle ihre Programme würden abstürzen. Weißt du, was ich meine? Sie würden ihre Programme eintippen und alles würden abstürzen. Nichts würde laufen.